Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung, und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn, wo wir uns jetzt schlafen legen werden, um den Kampf der Kämpfe zu beginnen. Aber vorher verkaufen wir noch mal ganz, ganz schnell was. Hallo, Händler? Aus Gründen des Platzmangels. 1, 2, 3, 4, das sind 1000. Ach, ich kann die Dinger gar nicht verkaufen. Ah, okay, na gut, dann verkaufen wir halt nichts. Sind wir denn ausgerüstet? Wir sind voll mit allem. Nun gut, dann legen wir uns schlafen, vorausgesetzt ich finde die Hütte, wo wir hin müssen. Die müsste oben sein, so wie das aussieht. Haben wir hier eigentlich noch irgendeinen Schaden? Was? Der Feind ist hier? Noch ist hier gar nichts. Habe ich Brativin Khan Padish, geschätzter Bruder. Und Sonnenhabicht Talawat Khan Padish, geliebter Vater. Möge ihr Andenken und Opfer ein Licht für alle Jäger sein. Alle Menschen, dem sie folgen. Sie sagen, die Schattenkarcher hätten Maschinen dabei. Furchtbare Maschinen. Ich sprach gerade mit einem Osseram. Bei ihnen ist ein Stamm mit Maschinen, von denen ich noch nie gehört habe. Das riecht nach Jagd. Okay. Die Ansage haben wir aber schon mal gehört von ihr. So, wir müssen da rum, glaube ich. Hoffe ich. Ich weiß es leider nicht mehr so ganz genau. Wie? Was? Hä? Wo ist die Hütte denn? War die nicht unten? Wie komme ich denn? Naja, die war doch unten. Bin doch nicht bescheuert. Ich glaube, das wird nur das obere Stockwerk angezeigt. Kann das sein? Wo war denn diese Scheiß? Hier war das nicht. Da war doch in so einer kleinen Gasse irgendwo. Hier war das nicht. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wo war es denn? War es hier? Nein. Jetzt finde ich die Hütte nicht, oder was? Die Schlacht wird gleich beginnen. Nicht herumstehen. Verstecken. Ich bin... Was? Hä? Bitte nicht noch einmal. Hier kamen wir rein damals. Da hätten Maschinen dabei. Furchtbare Maschinen. Ich weiß nicht mehr... ich weiß nicht mehr, wo das war. Das war doch irgendwo... War das hier rum? Ah, hier, schön versteckt. Olins Wohnung. Irgendwie leer. Soll ich schlafen? Muss ich noch etwas erledigen? Nö, wir haben tatsächlich alles erledigt. Können beruhigt schlafen gehen. Alles ist fertig, alles ist erledigt, alles ist gemacht. Zeit für das Finale. Ruhe dich von dem Kampf aus, kein Weg zurück. Ich bin vorbereitet, wie immer. Also, kein Weg zurück. Konntest du schlafen, Elisabeth, mit so einer Last auf den Schultern? Und du, Rust? Ohne deine Familie? Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen. Ma'am,
Es gibt Zeichen aus dem Westen. Der Sonnenkönig erwartet dich im Tempel der Sonne. Das Antlitz der Vernichtung. Metall und Asche. Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Todbringer, die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne, tut, was sie sagt! Bereit und geladen! Alle von euch, bereit zum Feuern! Wird der Beschuss sie aufhalten? Das werden wir herausfinden. Sammel die Garde und schick Verstärkung. Aloy, oh nein! Wir brauchen die Waffen. Er wird dich erledigen. Nicht dieses Mal. Wow. Du hast mich lange genug geärgert. Dann hättest du mich im Sonnenring schlagen sollen. Warum kämpfst du? Nahkampf ist er zu gefährlich. Ich kann nicht entfliehen. Das Ende ist unausweichlich. Akzeptiere deine Schwäche. Ich akzeptiere gar nichts. Dich wartet nur ewige Nacht. Verdammt! Meridian muss sich rot färben, um geläutert zu werden. Ich darf ihn nicht zu nah ranlassen. Ja, ich arbeite dran. Wenn die Todbringer weiterfeuern, stürzt die Brücke ein. Alter. Halt ihn auf Abstand. Ja, ich arbeite dran. Dein Ende ist gekommen. Autsch.
Alter, wie die einfach keinen Schaden nimmt. Schnell. Machen. Erledige Helis. Ja, du bist lustig. Boah, da ist er ja schon. Schnell. Sie gibt nach. Wer gibt nach? Ich kann doch auch nichts ändern. Nein. Wer bist du vor dem Schreck der Sonne? Die, die dich vernichten wird. Oh. Ich bin auserwählt. Du kamst aus dem Nichts. Ich darf ihn nicht zu nah ranlassen. Nahkampf ist ja zu gefährlich. Und als nichts wirst du sterben. Eine Wilde kann das Schicksal nicht begreifen. Na, endlich. Halt ihn auf Abstand. Das kann nicht sein. Ich bin der Auserwählte. So sollte es nicht sein. Nichts hiervon sollte so sein. Du bist schuld daran. Dein blinder Gehorsam, deine vielen Morde. Und wofür? Um auf Knien zu sterben? Als Spielzeug benutzt von einer Macht, die du nicht begreifen kannst? Du hast Mitleid mit mir? Kehr dein Gesicht zur Sonne. Ich gehe mal kurz auf Heiltrank. Ich hoffe, das geht hier nicht auf Zeit. Ich mach das einfach mal, ne? Mehr kann ich nicht tragen. Was fehlt denn? Nein, ein Genesungstrank, einer. Dann machen wir wieder voll. Boah, die Rüstung ist eigentlich ganz gut, ne? Auch wenn die Achilles einen ganzen Arsch voll Schaden gemacht hat. Ich muss sie leider abluten. Zwecks Tränken und ähnlichem. Der war auch noch so schnell, ey. So. Dann mal schnell weiter. Die Tür zugenagelt, Alter. Kein Platz. Oh, ernsthaft? Für keinen? Alles voll. Oh, okay. Hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Todbringer alle machen soll. Ich hoffe mal mit der Knarre hier. Kanone auf
Aua! Ja, müssen wir aber den einen alle machen, bevor wir die anderen alle machen. Er greift mich an! Warte. Stirb doch endlich! Süden! Sie kommen von Süden! Ach da! Hallo, nimm die Knarre, Junge! Mädchen! Bin ich der Einzige, der hier noch steht? Viel Reichweite haben die aber nicht, ne? Ich muss hier weg. Ja, du bist gut weggegangen. Mal kurz Luft holen und sich wappnen. War hier nicht irgendwo ein Lager? Schnell mal alles einsammeln, was... Da drüben. Ich wurde entdeckt. Alter,
bin hart überfordert. Alter, es sind zu viele. Da übertreibt es doch. Es ist nicht stark genug. Weg. Los. Los, alle drauf da, Mann. Stirb. Das war's. Boah, krasser Scheiß. Aber es hört nicht auf. Aloy! Tab! Bei der Urmutter, du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Die anderen, sind sie... Nein, zurückgeschlagen, verwundet, aber am Leben. Die Maschinen zerstörten das Dorf und zogen weiter. Sie marschierten zum Turm, dieses Ding im Schlepptau. Pass auf die anderen auf, Tab.
muss gehen. Okay, und wir verfolgen sie dann in der nächsten Folge. Von daher sage ich ganz schnell vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Bis zum mittleren Ende und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin in der Verwüstung und ich bin raus und auch gleich wieder drin. Bis gleich.